Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Twizy-Video. 100.000 Kilometer und was hatte ich denn bisher an Schwierigkeiten, Schäden, Verschleißmaterialien und ähnliches. Bei unserem kleinen Baby hier, ich wollte ursprünglich hier einen von meinen anderen Twizys als Hintergrund nehmen, weil der Orange eben relativ häufig drauf ist, aber er ist nun mal der, der die 100.000 Kilometer jetzt auf dem Buckel hat und deswegen habe ich meinen Orangen da gelassen. Jetzt mache ich mal hier einen kleinen Rückblick. Ich habe hier heute mal ausnahmsweise ein Blatt Papier mitgenommen, weil das kriege ich aus dem Kopf nicht gebacken. Und jetzt schauen wir uns mal an, was denn so im Laufe seines Lebens passiert ist. 2012 im Frühling, Sommer irgendwann habe ich den Twizy bekommen und ich glaube sogar noch im Jahr 2012, also relativ zügig, gab es einen Rückruf, vielleicht war es auch 2013, irgendwas mit Masseband, Massekabel, ich habe keine Ahnung was genau, wurde auf Garantie gemacht, war ein Kfz-Rückruf, alles gut soweit. Es war dann, ich glaube 2013, als das erste Mal das Gaspedal nicht mehr richtig funktioniert, es blieb ein wenig hängen und so, war wohl auch ein Serienfehler bei den ersten Twizys und wurde ebenfalls auf Garantie recht zügig erledigt. Ich sehe gerade, ich hoffe, dass wir nicht zu viel Windgeräusche hier haben. Wir haben hier relativ starken Wind aktuell. So, im Jahr 2012 habe ich dann ein Radio eingebaut. Das ist eigentlich kein Radio, sondern ein Bluetooth-Empfänger und ein Verstärker, weil ich dort das Paro nicht im Twizy habe. Das gefällt mir nicht vom Klang her und alles. Was ganz nett ist, ist die Integration mit Freisprecheinrichtungen, aber selbst Freisprechen im Twizy ist so eine Geschichte, der ist einfach innen zu laut, um vernünftig freisprechen zu können. 2013 habe ich das erste Mal einen Versuch unternommen, den Sitz im Twizy in irgendeiner Art und Weise komfortabler zu machen, sprich einen anderen Sitz einzubauen. Zu dem Zeitpunkt war der Originalsitz noch nicht durchgebrochen, weil ich hatte den rausgebaut. Habe dann ein bisschen hin und her gebastelt und habe die Hoffnung, das einigermaßen vernünftig hinzukriegen, relativ schnell wieder aufgegeben. Es kamen im Jahr 2013 die ersten Bremsbeläge. Die Beläge haben jeweils vorne und hinten gut 100 Euro gekostet. Ich habe damals sogar vom Autohändler ohne Nachfrage, glaube ich, 10% oder was Rabatt bekommen. Dem war das selber peinlich, was diese kleinen Beläge kosten. Und das waren die ersten Bremsbeläge. Das gleiche gab es dann ein oder eineinhalb Jahre später noch ein zweites Mal. Die Beläge halten bei mir immer so gut 15, zwischen 15.000 und 20.000 Kilometer maximal. Ich glaube, beim ersten Mal habe ich nur die vorderen gemacht und beim zweiten Mal die vorderen und die hinteren. Danach folgte ein Umbau auf das neue Autoradio mit dem 2+1 Verstärker und entsprechend Bass. Dann waren das erste Mal die Bremsen vorne fest und ich habe versucht, die wieder sauber zu machen und zu putzen und so, neue Beläge rein. Und daraus resultierten dann, nachdem es auch bei anderen passiert ist, die sogenannten Forumskolben. Das heißt, unsere Kolben erst in Edelstahlvariante und dann mittlerweile die Vorenkolben in Teflon beschichteten Aluminium. Die fahre ich jetzt seit, ich glaube, 5 Jahren und seitdem laufen die auch wirklich völlig problemlos und klemmen nicht mehr. Also das ist wirklich sehr, sehr schön. Zwischendurch habe ich mir dann mal eine Spurplatte geholt, diese Trackride Spurplatte oder wie das Ding heißt. Muss mal gucken, hier kommt gerade wieder irgendwo ein Traktor auf mich zugefahren. Und jedenfalls deswegen, weil sich die Reifen innen immer relativ stark abgefahren haben. Die Spur bei den Twizys ab Werk ist teilweise fürchterlich verstellt. Bei meinem ging es einigermaßen. Ich glaube, die ersten Reifen haben gehalten so 10.000, 15.000 Kilometer vorne. Ich hatte hier Twizys, wo nach 5.000 Kilometer die Reifen Schrott waren. Also ich habe mir so eine Spurplatte geholt und wir haben die Spur vorne vernünftig eingestellt. Und dann war das Thema an sich erledigt. Als nächstes ist Folgendes passiert. Ich wollte irgendwann die Handbremse lösen. Die Handbremse löst sich nicht mehr. Man hat gemerkt, wenn man aufs Pedal steigt, das macht auch nicht mehr Klack. Was war passiert? Das Kabel, das den Auslöser anlenkt, war abgebrochen. Ich glaube, ich habe ein Video dazu, da mache ich euch hier mal den Link, wie man dieses Kabel wieder anlöten kann.
an sich keine große Geschichte, aber unangenehm, wenn man nicht weiß, wie die Bremse zu entriegeln ist. Wenn man keinen Strom hat, dann steht man ziemlich blöd da. Wie gesagt, ich habe jetzt ein Stück Kabel durch Silikonkabel ersetzt, seitdem ist das Thema gut. Ich weiß, dass das auch ein durchaus üblicher Fehler ist und nicht nur bei mir stattfindet. Was war dann noch? Die Klappe vom Ladekabel, vom Auf- und Zumachen, ist irgendwann das Scharnier vorne abgebrochen. Da mache ich euch auch einen Link da oder da, wie man den wieder anlöten kann oder anschweißen kann. Der hält bei mir seitdem wieder sehr gut, aber auch das ist ein durchaus gängiges Fehlerteil. 2016 oder 2017 habe ich einen neuen Anlauf gestartet mit dem Sitz, weil der Sitz einfach unzumutbar ist für den Menschen ab einer gewissen Größe. Habe dann tatsächlich es geschafft, den Smart-Sitz soweit in den Twizy zu integrieren. Das kennt ihr alle, da mache ich euch auch mal einen Link, wie man den Smart-Sitz im Twizy einbaut. Und war eine lange Geschichte mit TÜV, bis ich das alles durch hatte und, aber war alles soweit gut. Zu dem Zeitpunkt bestand die Unterkonstruktion des Originalsitzes nur noch aus Bröseln. Das ist auch ein Thema, was so gut wie jeder Twizy-Fahrer kennt, denn die Sitzschale bricht einfach. Irgendwann um den Zeitraum ist dann auch ein hinterer Kotflügel abgebrochen. Der lässt sich relativ einfach schweißen, Nagel rein, angebrutzelt, hält wieder. Aber auch abgebrochene Kotflügel sind relativ üblich. Die gammeln einfach ab, rosten ab und brechen dann ab. Ebenfalls war die erste 12-Volt-Batterie im Eimer. Die habe ich ersetzt durch eine 0815 Batterie für 30, 35 Euro. Das muss nicht immer die teure von Renault sein. Da tut es jede Gel-Batterie mit 12 Volt, die dort von der Größe her reinpasst und von den elektrischen Daten her einigermaßen stimmt, problemlos. Was mir auch passiert ist, der Lüfter vom Ladegerät ging irgendwann nicht mehr. Und ich habe dann auch überlegt, was ist da los? Was war los? Es hat sich bei einer Regenfahrt oder sonst was ein kleines Blättchen vorne reingehängt. Denn wenn man einmal anschubst, dann funktionieren eigentlich die meisten Lüfter bei den Twizys, die hängen bleiben wieder. Ab und zu ist einer kaputt, aber die meisten funktionieren wieder. Auch dazu gibt es wieder ein verlinktes Video, wie man diesen Lüfter anschubsen kann. 2017, 18 irgendwo war dann der erste vordere Bremssattel völlig weggegammelt. Der konnte also nicht mehr durch Belegetausch oder ähnliches repariert werden. Den hat es so zerquetscht gehabt, dass der Gummi vorne rausgekommen ist. Dann hat es den ganzen Rand von der Halterung weggedrückt. Also da musste ich wirklich einen Bremssattel komplett erneuern. Ebenfalls waren die Gasdruckstoßdämpfer von den Türen mau. Zum Thema Bremse vielleicht nochmal, ich glaube, da gibt es auch ein Video dazu, weiß ich noch nicht sicher, guckt einfach mal, ob ein Link da ist. Als nächstes waren die Gasdruckdämpfer von den Türen mau, das heißt, die Tür musste man schon richtig kräftig hochheben, dass sich noch was bewegt hat. Gott sei Dank gab es aus dem Forum vom Alexakos dort Dämpfer zu halbwegs brauchbaren Konditionen, sogar ein bisschen stärker als die Originaldämpfer. Die haben jetzt auch wieder 4-5 Jahre gehalten. Ich habe die jetzt erst vor einem halben Jahr in etwa aus einem Schlachtwisi, den ich gekauft habe, wieder durch neue ersetzt. Also die waren auch soweit in Ordnung, haben ungefähr so lange gehalten wie die Originaldämpfer von Renault. Also beide Gasdruckdämpfer. Was ich bisher Gott sei Dank noch nicht hatte, das ist dieser Anschlaggummi von der Tür, wenn die Tür zu weit nach vorne durchfällt. Der ist bei mir noch original. Mag daran liegen, dass ich ohne Fenster fahre und die Anschlaggummis meist bei Fensterfahrern kaputt gehen, weil dort die Gummis so stark nach vorne durchschlagen. Die Bremsen hinten haben schon auch irgendwie um die Zeit rum oder auch schon vorher ihren Nachstelldienst versagt. Das heißt, die Handbremse hat sich nicht mehr nachgestellt. Irgendwann kommt man die Handbremse durchziehen ohne Wirkung. Dazu mache ich euch auch hier einen Link für das Video, wie man die nachstellen kann, ohne dass man neue Sättel kaufen muss. Das funktioniert recht proper. Dann war der Multifunktionsschalter mit der Scheibenheizung. Hat so sein Twizy-typisches Eigenleben entwickelt. Den habe ich auch mal zerlegt. Da gibt es auch ein Video dazu, wie ich den wieder gängig gemacht habe, dass die Scheibenheizung wieder funktioniert und der Bordcomputer wieder durchdrückbar ist. Über die Jahre haben sich alle Dämpferabdeckungen bis auf eine selbstständig gemacht. Da blende ich euch ein Video ein, was ich mit diesen Dämpferdingern meine.
zum Thema Verschleißteile eins, was mir aufgefallen ist, was schon relativ früh stattgefunden hat. Ich zeige es euch mal. Hier unten sind die Stoßdämpfer und diese Kunststoffhüllen, die da drüber sind, die brechen ab. Und zwar, das ist der letzte, der noch nicht abgebrochen ist. Die sind hinten abgebrochen, auf beiden Seiten und entsprechend vorne auf einer Seite. Hat funktionell jetzt nicht wirklich Auswirkungen, aber ist jetzt ja schade. Dann war noch, das kann ich zeitlich nicht mehr genau einordnen, die Plastikplatte, die sich über dem Ladegerät befindet, die Fußplatte, die war in der Mitte durchgebrochen. Die habe ich ersetzt durch eine aus einem Schlachtwisi. Was bei mir noch original ist, ist das Ladegerät. Also ich habe immer noch das Original-Ladegerät von 2012. Ebenfalls die letzten zwei Jahre irgendwann habe ich dann mal das Getriebeöl gewechselt. Das war eine Zeit lang im Forum recht hip, das mal zu versuchen. Angeblich wird es dann deutlich leiser mit dem richtigen Öl und es sei das falsche Öl drin. Also ich behaupte einfach mal, der wäre mit dem gleichen Öl die 100.000 genauso gefahren, wie er jetzt mit dem Öl gefahren ist. Und der Zusatz, da dieser Molikote irgendwas Zusatz, der die Geräuschentwicklung verhindern soll, da kann man so dran glauben oder nicht. Da ist oben auf der Tube so ein kleiner Aufsatz, der sieht aus wie so ein kleines Zäpfchen. Wenn man zwei Tuben nimmt und steckt sich diese Aufsätze ganz tief in die Ohren, dann ist er wirklich leiser. Ansonsten ist das Einbildung. Ja, was dann noch anfiel, waren so ganz roundabout alle eineinhalb, zwei Jahre, also eigentlich alle Jahr eine Bremsrevision, einfach mal durchschauen, ob alles gut ist. Und nachdem es mittlerweile im Zubehör die Bremsbeläge für gut 20 Euro vorne und hinten zusammen gibt, bin ich mittlerweile dazu übergegangen, die Bremsbeläge jedes Mal, wenn ich die Bremsen sauber mache und überprüfe, einfach neue reinzumachen, weil bei 10 Euro für einen Satz Bremsbeläge, da fange ich nicht an, halb abgefahrene Bremsbeläge neu einzubauen, da nehme ich neue Bremsbeläge und die schleifen dann auch die Scheiben wieder schön glatt. Und dann ist das Thema auch erledigt. Die Bremsbeläge, wie gesagt, halten vorne 15.000 bis 20.000 Kilometer. Da sind sie runter. Nachdem ich sie jetzt jährlich mache, nach 10.000 Kilometer sind sie halb runter. Tut dann auch nicht weh. Bei 10 Euro ist das kein Thema. Die Scheiben fahre ich persönlich noch die ersten, also 100.000 Kilometer auf dem ersten Satz Scheiben. Was ich weiß, ist, dass die vorderen jetzt so ganz langsam an ihre 3,5 mm Stärkengrenze kommen. Also das heißt, die vorderen werden jetzt in absehbarer Zeit mal fällig. Die hinteren haben noch ein Stück, bis sie auf ihr Minimalmaß kommen. Ja, was gibt es sonst noch? Die Batterie, die ich schon ausgetauscht hatte, die 12-Volt-Batterie, ist ein zweites Mal gestorben. Also das heißt, die muss so alle 5 Jahre ungefähr, geht so eine Batterie kaputt. Auch da gibt es hier ein Video, wie die Batterie ausgesehen hat nach 5 Jahren circa. Und das Letzte, was er jetzt noch bekommen hat, war vor ein paar Wochen sein neues Lederlenkrad. Auch dazu hier noch ein Video. Und das war jetzt mal so ein kleiner Ausflug in den Betrieb und die kleinen Störungen und Ähnliches, die ich mit meinem Twizy in den letzten knapp 10 Jahren hatte. Also alles in allem ist das schon, wenn man sich die Liste so anguckt, es ist durchaus einiges vorgefallen. Dadurch, dass ich selber schrauben kann, hielten sich die Kosten in extrem angenehm überschaubaren Grenzen. Wenn ich mir überlege, dass ich wegen jedem Furz zu Renault gefahren wäre und jedes Mal da, ich weiß nicht, wie viel bezahlt hätte, und ich gehe mal davon aus, dass zum Beispiel, wenn das Ladegerät der Lüfter kaputt gewesen wäre, wahrscheinlich Renault den Lüfter getauscht hätte, nicht den Lüfter, Entschuldigung, das Ladegerät getauscht hätte mit 1.000 Euro. Selbiges gilt für das Thema Bremsscheiben. Auch da wissen wir, dass die Bremsscheiben sehr, sehr gerne getauscht werden. Und das sind auch kleine Vermögen, die man dort los wird. Also wenn man selber schrauben kann, ist er durchaus ein umgänglicher Freund, wenn man darauf angewiesen ist, wegen jeder Kleinigkeit in die Werkstatt zu fahren. Ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob er dann 10 Jahre alt geworden ist. Ich weiß nicht, ob er dann 10 Jahre alt geworden wäre, aber so hat er mittlerweile Brüder und Schwestern bekommen und wird mich mit Sicherheit noch eine Zeit lang begleiten. Ciao, bis zum nächsten Mal.